Hashtag Jesus. Jesus, das ist der Weg zu diesem Gott im Himmel. Immer die Zeit für Ostern hat die Kirche genutzt, um sich ganz bewusst auf diesen Jesus einzulassen. Wir werden ganz verschiedene Zugänge von Gott entdecken und das Geheimnis von Jesus lüften, wo er sagt, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben in Überfluss zu schenken. Hashtag dreh dich um. Ich liebe es, mich umzudrehen. Ich liebe es, meine Zuschauer anzugucken und ihnen Segenswünsche zuzurufen. Dreh dich um, dreh dich vorwärts, rückwärts. Bei uns in der Schule hat es immer geheißen, dreh dich nicht um. Ja, also ich habe mich mal einmal so richtig krass umgedreht. Da war ich gerade in der neuen Schule. Wenn du auf dem rechten Weg bist, brauchst du ja gar nicht umzudrehen, oder? Muss man drüber nachdenken. Hashtag Busse oder was? Hashtag dreh dich um. Kannst du mich mal, Alter? Und dann schreit die so hinter mir her. Ich gehe einfach da durch den Gang, ja. Ronja, assi Kind. Weil es ist wichtig, wenn die Kuh noch nicht liegt. Die ist gefährlich. Da hat mich letztens eine über den Haufen geworfen. Hat mich mit den Hörnern am Arsch gepackt. Seid gesegnet. Ihr seht so gut aus. Parkebusse, Ordnungsbusse, Geschwindigkeitsbusse. Alter, was kann ich dafür? Mein Auto fährt so schnell. Plötzlich kommt so eine Wut, so eine krasse Wut. Ich glaube, manche sagen, heiliger Zorn oder sowas. Aber ich glaube, da gibt's ja Leute, die haben so Probleme und die kommen so nicht klar im Leben. Die sind ja auch nicht, wo ich jetzt gerade bin oder eigentlich mein Leben lang gewesen bin. Vielleicht auch hingehöre. Halleluja! Seid gesegnet! Halleluja! Hashtag zurück, dreh dich um. Spielst du, ich dreh mich nicht um. Ich hab doch Seitenspiegel. Und Rückenspiegel. Kann ich reinschauen, Alter? Ja, und ich dreh mich so um und ich sag dann so zu ihr, ey, Glitzerpüppi, mach deinen Mund nicht zu weit auf, sonst fällt gleich noch dein kleines Miniaturgehirn heraus. Ich drehe mich grundsätzlich nicht um. Die haben dann so Seelsorger oder die Kinder auch und machen ein bisschen Buße. Kommt schon aus der katholischen Kirche, ne? Die müssen da erzählen, was sie alles falsch gemacht haben. Das ist wirklich ein Punkt. Es war geil und es hat mich so wie so in was Neues reingebracht, weil ich mich umgedreht habe und nicht irgendwie weitergelaufen bin und wieder einfach Opfer war. Seid gesegnet! Ich liebe es, mich umzudrehen. Wenn ich gucke Rückspiegel und da ist dem Jesus an dem Kreuz, weißt du, Ketteli? Ich hab gedacht, letztens muss ich dem scheißen Drecksbuße trotzdem zahlen, weißt du, wegen dem Jesus da, Alter. Scheiße. Yeah, wow, guten Abend von meiner Seite. Ich habe mich sehr gefreut, heute wieder mal da zu sein. Und wir sind jetzt eben mitten in dieser Serie drin. Wir haben jetzt schon ein paar von diesen coolen Clips gesehen. Und ich weiss nicht, ob du Umdrehen jetzt als wahnsinnig geistliche Übung würdest bezeichnen oder Buße tun als die erste von diesen Übungen würdest bezeichnen, wie du näher in Beziehung zu Gott kannst kommen oder wie du so das wirkliche Leben mit Jesus kannst erfahren. Aber genau um das geht es heute. Wir wollen eintauchen, wir wollen auch eine neue Dimension sehen von diesem Thema, wo schon der Johannes der Täufer in die Wüste gerufen hat. Matthäus 3, 1 bis 2. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist herbeigekommen. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was du unter diesem Wort verstehst. Buße, Buß. Also auf Berndeutsch, ein Buß. Da kommt mir ehrlich gesagt mehr Polizei und der Strassenverkehr in Sinn, als es irgendwie könnte etwas zu tun haben, mit Jesus näher in Verbindung zu kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht beim Autofahren, wenn du Auto fahren kannst. Vor allem, wenn ich nicht die Polizei sehe beim Autofahren, denke ich, bin ich angegurtet, schaue ich nicht auf mein Handy, fahre ich echt schnell, habe ich das Licht eingeschaltet, sind meine Kinder angegurtet. All die Gedanken gehen ihm durch den Kopf und es ist so ein bisschen, man ist immer so ein bisschen leicht angespannt, machen wir echt alles richtig. Und sonst, was passiert? Es gibt einen Bus. Und genau das ist uns einmal passiert, wo wir mit dem Staff, mit dem ganzen Staff von Meister of Bands, eine Schiri waren.
haben wir einen super Tag verbracht. Wir haben unser Ziel von diesem Jahr besprochen und wir sind richtig motiviert wieder heim, auf Spiez runtergefahren. Alle waren chillt, relaxed. 5 Autos hintereinander. Und was passiert? Wir fahren durch Eschi durch. Puff! Erster Blitz. Puff! Zweiter Blitz. Puff! Dritter Blitz. Genau. Also, sie haben mir heute gesagt, es haben nicht ganz alle geblitzt, aber also die ersten 3 haben ganz sicher geblitzt. Und die ersten 2 haben ohne Buße bekommen. Gott sei Dank nicht so eine Höhe. Aber das ist so unser Bild, verstehst du, von Buße. Es ist immer so leicht, wenn kommt es, immer so leicht geduckt, immer leicht unter dem Stress, wenn kommt es, wenn kommt die Strafe für mein Fehlverhalten. Buße löst immer irgendetwas aus bei uns, das Wort. Es ist so, keine Gnade zum Beispiel. Oder ich muss auf die Knie. Es ist eine harte Strafe. Buße tut weh, es kostet auch immer etwas. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich weiss nicht, welches das dein letztes Erlebnis war mit Buße. Ich bin sicher, dass jeder schon mal irgendwie auch so in Konflikt kam mit unserer Polizei. Und der liebende Vater hat sich in unserem Verständnis plötzlich eben so zu dem klein karierten Polizist manövriert, verändert. Und das prägt unser Denken. Und das Denken, das haben nicht nur wir, das Denken, das haben sie schon früher gehabt. Das ist schon in der frühen Kirchengeschichte ist das so gewesen, wo sich die Christen gefragt haben, wie in aller Welt können wir unser Fehlverhalten wieder gut machen. Und das kommt aus dem heraus, dass die Übersetzung von Buß auf Latinisch eigentlich Paenitentia heisst, also was heisst Reue, Buße, übersetzt ist worden, häufig zu Strafe, weil das Wort in Poenitentia ist abgeändert worden. Und das ist eigentlich eine Fehlleitung von einer Ableitung von einem Wort. Und zu was es das geführt hat, komme ich dann später noch ein bisschen dazu. Also, der Ruf von Buße ist angeschlagen in unserem Denken und ist auch schon immer angeschlagen gewesen, geschwiegen denn, dass es könnte ein Zugang sein zu dem Leben im Überfluss, das Jesus uns verspricht. Aber auch Jesus sagt, wie der Johannes in Matthäus 4,17, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er braucht genau exakt die gleichen Worte wie der Johannes der Täufer. Jesus kopiert den Johannes der Täufer. Und ich stelle mir die Situation vor, dort an dem Jordan, wo der Johannes die Leute ruft, an den Fluss und sagt, hey, kehret um, tut Buße. Ich habe nicht das Bild vor Augen, dass die Leute am Boden geschaut haben oder dass sie beschämt wieder weggelaufen sind oder dass sie sich zweimal überlegt haben. Nein, sie sind reingesprungen in diesen Fluss. Sie sind froh gewesen, haben sie diesen Schritt machen können, haben sie können umkehren, haben sie können bekennen, was sie falsch gemacht haben in ihrem Leben. Also wir sehen hier etwas von dem, dass Buße ein Angebot ist. Buß ist ein Angebot, es ist Teil des Evangeliums von Jesus. Buß ist eine Tür in die offenen Arme von Jesus. Buß ist mehr als eine Tat, es ist eine Lebenseinstellung. Und griechisch übersetzt heisst eben das Wort, eigentlich kommt aus Metanoia und heisst übersetzt Umdenken, Sinnesänderung. Und einer, der sich sehr stark mit dem befasst, war Martin Luther. Er war einer, der mit dieser Übersetzung Buße, Reue, Strafe immer gehadert hat. Der immer gesagt hat, wo ist der Gott? Wo ist der Gott, den ich in Beziehung treten kann? Und du musst wissen, der Martin Luther hat alles daran gesetzt, für das er konnte ein reines Leben leben. Er hat sich sogar überlegt, oder sogar, er hat es, glaube ich, sogar gemacht, auf den Knien nach Rom zu laufen,
für dass er irgendwie sein Fehlverhalten wieder gut machen kann. Er hat sich selber geschlagen, er hat sich selber weh gemacht, für irgendwie sein Fehlende, sein Mangel wieder gut machen. Aber am Schluss war er da und hat gemerkt, das kann es doch nicht sein. Was ist das für ein Gott? Das kann nicht die Lösung sein, das kann es nicht sein. Und er hat sich auf die Suche gemacht, bis er das Angebot der Gnade entdeckt hat. Und zwar eben auf eine richtige Art. Er hat das Leben lang gekämpft gegen eine falsche Bußpraxis. Aber Buß selber hat er nie schlecht gemacht. Er hat 95 Thesen aufgeschrieben, wie dass man Bußpraxis richtig versteht. Und die erste These war, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Das ganze Leben. Nicht nur einmal. Nicht nur dann, wenn du dich für Jesus entscheidest. Das ganze Leben. Immer. Täglich. Das ganze Leben. Das ist seine erste These, die er aufgeschrieben hat. Und was heisst es jetzt für uns ganz praktisch? Zum Beispiel morgen früh, wenn du deine Arbeitswoche startest. Du kommst vielleicht her in dein Büro, in deine Werkstatt, in deine Praxis und du stellst fest, dass das, was am Freitag bleiben liegt und dein Kollege eigentlich aufräumen oder fertig machen sollte, immer noch dort liegt. Und eigentlich ist die Erwartung, dass du das jetzt fertig machst. Und es ist so das erste Mal, wo du denkst, ist das wirklich, muss ich das wirklich? Oder du bist in einer Sitzung, alle reden viel zu viel und eigentlich wäre dein Beitrag der beste Beitrag. Und du denkst, brauche ich das? Ist das wirklich so, wie ich mir das muss ich mir das wirklich antun, dort, wo ich arbeite? Oder du bist bei den Gesprächen am Mittag, wo man lästert über den, der sowieso immer krank ist und immer wieder krank wird und eigentlich auf Kosten von anderen sich ein Leben schön macht. Und du selber hast vielleicht sogar noch die beste Geschichte, wo du etwas Schlechtes erlebt hast mit deinem Chef. Kennst du es? Die Woche fängt an. Und du bist schon mal so richtig genervt. So richtig genervt. Ich erinnere mich daran an ein Buch, das ich mal gelesen habe in der Ausbildung. Das war von Schulz von Thun. Vielleicht kennen ein paar den. Es lachen immer ein paar. Ich nehme jetzt mal an, dass ihr das Buch kennt. Das heisst «Miteinander reden». Und das Buch wird häufig benutzt für Buden wieder können zu animieren, wie dass man miteinander kommunizieren kann, wie dass man einander besser versteht. Die mögen sich vielleicht erinnern an die Ohren, die hören, wie das sie hören und so weiter. Aber am Schluss von diesem Buch schreibt er etwas ganz Essentielles. Und zwar schreibt er, wir können den anderen nicht wirklich verstehen, wir können nicht wirklich Empathie haben für den anderen, wenn uns die Liebe fehlt. Wenn uns die Liebe für einen anderen fehlt. Und genau an diesem Punkt scheitern wir doch eigentlich am meisten. Denn wenn wir selber auf dem Zahn laufen, dann ist es doch häufig so, dass uns genau die Liebe fehlt für einen anderen. Wir reagieren gereizt, wir machen selber verletzende Bemerkungen. Und Buß bedeutet eigentlich gerade genau dann in diesem Ärger, dann in dieser Aggression, dann in dieser Vergeltung, innerlich umzukehren. Zu dem Vater im Himmel, der sagt, ich habe alles für dich, ich liebe dich. Innerlich umzukehren. Und vielleicht erinnern wir uns daran, wie sehr Gott uns liebt, wenn wir selber eigentlich verzweifelt nach dieser Liebe suchen. Und wie wäre es, wenn wir innerlich umkehren, bevor wir einen Sitzungsraum betreten? Oder
bevor wir ein hässiges E-Mail schreiben. Ich habe mir angewöhnt, dass ich meine E-Mails, wenn sie eine Anforderung drin haben oder eine Schwierigkeit ansprechen, dass ich sie immer als allererstes in die Entwürfe abspeichere. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Das ist manchmal noch eine Wohltat, wenn man weiss, ach Gott sei Dank habe ich es nicht abgeschickt. Vor allem, wenn man es eine Stunde später noch mal liest und denkt, also so habe ich es jetzt eigentlich doch auch nicht gedacht. Bei den SMS, WhatsApp und all diesen Geschichten ist es schon ein bisschen schwieriger. Weil, ja, das nicht, die speichert man irgendwie nicht ab. Die schickt man einfach. Aber wie wäre es? Das ist für mich so ein Bild geworden. Etwas, was du loswerden willst, etwas, was du gleich rauslassen willst, einfach zuerst mal in die Entwürfe abspeichern. Und dann studierst du mal noch eins darüber nach. Wie wäre es, wenn wir uns an die Liebe von Gott erinnern, bevor wir ein schwieriges Gespräch anfangen? Umkehren, eine Sinnesänderung vollziehen, bevor die Situation eskaliert. Und was passiert? Wir können viel gelassener sein. Es ist plötzlich eine andere Stimmung. Wir müssen nicht mehr so, immer so genervt durch den Tag durchgehen. Und das geht natürlich auch daheim. Wenn du heimkommst und eigentlich hast du dir vorgestellt, ich mache mir jetzt einen super Abend, ich nehme mir etwas aus dem Kühlschrank, ich chille und dann kommt vielleicht der Bruder oder die Schwester oder wenn du verheiratet bist, ist dein Mann daheim oder deine Frau und der hat schon irgendetwas gemacht, das einfach gar nicht geht, wie zum Beispiel die Schuhe einfach im Gang herschmeißen oder die Jacke einfach liegen oder was auch immer. Und der Abend fällt eigentlich schon extrem genervt an, obwohl du eigentlich das gar nicht hast wollen. Und wir lörgeln noch hier und da und dort rum, weil wir vielleicht spät ist heimgekommen oder weil einfach irgendetwas gerade nicht stimmt, so wie wir uns das haben vorgestellt. Und häufig kommt dann so das Nörgeln. Das finde ich so ein cooles Wort, Nörgeln. Wir sehen noch hier etwas und da sehen wir noch die Haarsuppe. Und es hört nicht auf, es ist so eine Abwärtsspirale, es kommt noch dieses und eins und jenes dazu. Und Buße bedeutet in dem Moment, in eine andere Richtung zu ziehen. Umkehr bedeutet in dem Moment, nicht zurückzuschiessen. Umkehr bedeutet in dem Moment, nicht beleidigt zu sein, wo wir gerade haben wollen, ins Zimmer uns zurückziehen. Umkehr bedeutet, nicht immer recht zu haben. Eine Sinnesänderung bedeutet in dem Moment, Geduld zu haben, wenn sie uns im Begriff ist, auszugehen. Buße heisst, sich daran zu erinnern, was für eine Liebe eigentlich Gott, unser Vater, hat für unsere ausgetrockneten Seelen. Für unsere Herzen, die durstig sind nach dieser Liebe von unserem Vater im Himmel. Und dass wir nicht nur für uns selber genug haben, sondern dass wir auch noch genug haben, für sogar weiterzugeben unserem Gegenüber. Und aus diesem Nörgelnden können wir plötzlich grosszügig sein. Und dann gibt es auch Momente, nur du, ganz alleine, irgendwo. Und das sind meistens nicht die besten Momente in unserem Leben. Vielleicht in den schwächsten Stunden, du bist verletzt worden, du bist enttäuscht worden, du hast etwas erlebt, was nicht cool war und es wird so Schadenfreude aufkommen. Oder Vergeltungsgedanken, dem zeige ich es zunächst mal. Kennst du das? Das sind so Gedankenspiele, die nur du alleine kennst, die vielleicht nicht einmal mit jemandem teilst. Oder wenn du frustriert bist von Sachen und dir überlegst, wie könnte ich mich jetzt eigentlich belohnen für die Sachen. Oder du lässt deine Gedanken einfach freien Lauf und du kommst irgendwo her, mit den Gedanken, die ich nie, mit niemandem würde teilen, die niemandem würde erzählen würde. Und dann kann sich so eine Bitterkeit breit machen in unserem Leben. Und das bahnt sich an in deiner Seele, in deinem Herz und da merkt gar niemand etwas davon. Das bist nur du. Du für dich. Aber Jesus hat, jemand hat einmal gesagt, nicht Jesus hat es gesagt,
Charakter ist das, was wir sind, wenn keiner zuschaut. Charakter ist das, was wir sind, wenn keiner zuschaut. Und auch da können wir wieder uns an das Angebot erinnern, das Jesus macht. Tut Buße, kehret um und glaubt an das Evangelium. Und aus dem Verbitterten kann eine Versöhnung stattfinden. Vielleicht auch ein Versöhntsein mit sich selber. Jeden Tag kann ich mich fragen, was würde Jesus machen an meiner Stelle? Was würde Jesus tun? Was würde er jetzt gerade in diesem Moment tun? In dieser Situation? Metanoia, es ist ein Lebensstil, Sinnesänderung, Umdenken. Es ist nicht eine einmalige Angelegenheit, wenn ich irgendetwas verbockt habe. Und jeden Tag halte ich diesen Wert hoch. Ich bin eine Tochter. Ich bin ein Sohn von dem Vater im Himmel. Und irgendwann werde ich anders denken und irgendwann werde ich auch anders handeln können. Und irgendwann werde ich hoffentlich auch das Schild abziehen können. Genau, super. Ja, lasst uns zum Schluss noch eintauchen in eine Geschichte. Und zwar ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, aber so ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Und zwar aus dem Blickwinkel von seinem Denken. Weil häufig passieren ja die meisten Sachen, erdenken wir uns. Und wir wollen mal schauen, wie hat er eigentlich gedacht, als er zurückgekehrt ist zum Vater. In Lukas 15, 19 lesen wir: Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Und in dieser Aussage, wo der Sohn wieder zurückkehrt, nach all dem, was er falsch gemacht hat, finden wir drei Lügen. Drei Sachen, die nicht stimmen. Das erste, er sagt, ich bin es nicht mehr wert. Das zweite, ich bin nicht mehr dein Sohn. Und das dritte, was wir eben sehen, ist, ich gehe arbeiten. Ich weiss, ich habe alles verbockt. Ich habe das ganze Geld verprasst. Ich habe den Ruf vom Vater in den Dreck gezogen. Ich habe alles falsch gemacht und ich kann falsch machen. Mein einziger Ausweg, den ich habe, ist, dass ich arbeite. Dass ich hart abarbeite, was ich verbockt habe. Aber sieht der Vater ihn so? Sieht er ihn so? Nein, er sieht ihn nicht so. Sein Handeln sagt etwas anderes. Wir lesen weiter, so kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Wir sehen, der Vater hat ihn gesehen, er hat gewartet. Und wir warten nicht auf jemanden, der ihm nichts wert ist. Wir warten nicht auf jemanden, den man nicht kennt. Er ist ihm entgegengerannt, er hat ihn geküsst. Wir rennen niemandem entgegen, wo man nicht etwas fühlt für die Person. Wir rennen niemandem entgegen, der ihm nichts wert ist. Man küsst niemanden, wo ihm nicht lieb ist. Also der Vater knüpft die Fehler von seinem Sohn nicht an seine Identität. Das sehen wir hier ganz, ganz eindeutig. Und darum können wir auch sagen heute, ich bin wertvoll, ich bin Sohn, ich bin Tochter, ich bin es wert. Und ich bin wertvoll nicht, weil ich leiste, sondern ich leiste, weil ich wertvoll bin. Aber ich muss umdenken. Ich muss ein Sinnesänderung vollziehen. Und im besten Fall, bevor ich in eine Situation reinrassle. Nach dem Gebet, das wir zusammen machen wollen, hören wir dann einen Song, den kennt ihr vielleicht alle, ist von Coldplay, Fix You. Wo du dir kannst Gedanken machen, was bedeutet denn die Umkehr für dich? Was bedeutet die Sinnesänderung, das Umdenken für dich? Jesus ruft dich und mich heute zurück ins Haus vom Vater.
Und dorthin, wo unsere durstigen Seelen gestillt werden können, dorthin, wo unser verletztes Herz geheilt werden kann und wieder neu erfüllt werden kann. Und gerade dann, wenn wir Gott eingestehen, dass wir verzweifelt seine Liebe nötig haben, dann kommt, genau dann kommt das neue Leben. Und das ist eigentlich paradox, weil es ist eigentlich ein schlechter Moment, für das neue Leben zu spüren. Für einen Frühling zu spüren oder ein Aufblühen zu spüren. Aber Jesus macht uns heute Abend das Angebot, dass genau dann das neue Leben kommt im Überfluss. Und das ist eine Perspektive, das ist eine Möglichkeit, wie wir mit ihm neu in Beziehung treten können, indem wir umkehren, indem wir unser Denken ändern. Lasst uns jetzt aufstehen zum Gebet. Entschuldigung. Boah. Genau, das wäre jetzt der Weckruf gewesen, zum Aufstehen. Und ihr dürft dann nochmal Platz nehmen und einfach diesen Song auf euch wirken, euch ansprechen von diesem Song. Und was Gott möchte tun, auch in deinem Leben heute Abend. Ja, Jesus, ich danke dir für das Angebot. Für das Angebot können umzukehren, für das Angebot können Buße zu tun, für nachher wirklich wieder können in das neue Leben von dir einzutauchen. Jesus, es ist so eine neue Perspektive. Es gehört dazu. Es gehört dazu, wie beten. Es gehört dazu, wie Bibel lesen. Dass wir umkehren können. Und du hast gewusst, dass wir das brauchen, Jesus. Weil wir es nicht auf die Reihe bekommen, weil wir es nicht schaffen. Und Jesus, ich bete für dich, für uns alle heute Abend, dass wir eintauchen in das neue Leben. Dass wir nicht müssen an den Boden schauen, dass wir nicht müssen wegrennen, dass wir nicht müssen uns zweimal überlegen, sondern dass wir eintauchen in den Strom vom lebendigen Wasser. Dass wir, wie damals die Leute im Jordan, einfach reinspringen und können befreit werden. Und Jesus, ich danke dir, dass du einfach schon darauf wartest, dass wir umkehren. Du hast gezahlt für uns am Kreuz. Du hast alles auf dich genommen. Du hast die Buße, die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, die hast du auf dich genommen. Und es ist einfach an uns umzukehren. Das ist unser Part. Und Jesus hilft uns dabei. Hilft uns morgen, wenn wir wieder arbeiten gehen, dabei. An unserem Arbeitsplatz, an dem Ort, wo wir sind. Danke dir, Jesus, für das wunderbare Angebot, durch das können, neu in die Beziehung mit dir hineinzukommen. In eine neue Dimension von Freundschaft mit dir, Jesus. Amen. Ich bete dafür und ich hoffe, dass Gott dich in diesem Moment irgendwo persönlich berührt hat. Bleib mit dieser persönlichen Berührung nicht einfach alleine, sondern komm zu unserer Celebration. Du kannst schauen, wenn sie stattfindet, auf unserer Webseite www.eisjostichbern.ch. Ich würde mich freuen, dich persönlich am Welcome Point zu begrüßen.